Hallo und herzlich willkommen zu meinem Channel Construction of Reality. Ich bin Ellen und das hier ist die Lilo. Herzlich willkommen zum freien Zeichnen heute. Ich möchte mit euch Figuren zeichnen und habe eine ganz einfache Methode entwickelt, wie ihr in drei Schritten, Schritt 1, 2 und 3, wie ihr da wirklich einfach Figuren zeichnen könnt, weibliche Figuren heute. Dann habe ich ein paar kurze Tipps danach für euch, wie ihr das Ganze üben könnt. Und hier im Schritt 4 geht es dann ins Detail. Die Videofrequenz direkt vom Anfang, diese Figur, die ich dort zeichne, das ist eine von drei Figuren, die ich dann am Ende ab Minute 7 euch detailliert zeigen möchte, wie man die zeichnet. Da zeige ich dann auch kleine Kniffs und Tricks und hoffe sehr, dass euch das weiterhilft. So, damit wären wir bei Step 1, die Basis. Hier geht es darum, dass wir ganz am Anfang einfach nur Kopf, Schulter, Hüftachse und den Boden anlegen wollen. Zwischen Kopf und Hüfte sind, je nachdem wie alt die Person ist, so und so viele Köpfe. Dieses Mal wollen wir das aber nur als Maß für unser Auge verwenden. Dabei starten wir wie gewohnt mit dem Kopf. Etwa bei der halben Größe des Kopfes ziehen wir unsere Schulterlinie. Viermal mit dem Augenmaß die Kopflänge genommen und du weißt, wo du deine Hüfte setzen musst. Dann die Gesamtlänge von Kopf zu Hüfte einfach doppelt genommen und du hast deine Standfläche. Im Schritt 2 geht es darum, dass wir dann, wenn wir unsere Schulter und unsere Hüftachse haben, uns für eine Grundform entscheiden wollen. Diese Grundformen sind ein Rechteck, ein Trapez, das oben länger ist oder ein Trapez, das unten länger ist. So, nun geht es um Schulter und Hüftlänge. Ich entscheide mich als erstes für eine rechteckige Grundform. Meine Schulter ist genauso breit wie meine Hüfte. Zwei runde Hilfslinien für die Schultern und dann innerhalb dieser Hilfslinien mit dem Schritt, der sich unterhalb der Hilfslinie für die Hüfte befindet, verbinden und das gleiche von der Hüfte nach oben zum Hals. Als nächstes zeichne ich hier diese athletische Figur mit einer breiteren Schulter als Hüfte, also auch trapezförmig. Das gleiche Spiel. Beachtet, dass der Schritt ein klein wenig unterhalb der Hüftlinie ist. Und als drittes nochmal ein Trapez, aber dieses Mal sind die Schultern schmäler als die Hüften. Ist also eine sehr weibliche Figur. Probiert alle drei Figuren am besten mal aus. So, im Schritt 3 geht es darum, dass wir das Ganze, diese ganzen Achsen auch miteinander verbinden müssen. Kopf und Schulter, Hüfte und Grund. Und was für Hilfslinien benutzen wir dazwischen? Wir gehen nun links und rechts bei den Hüften in die Mitten und ziehen bei allen Figuren gleich senkrechte Striche zur Standfläche. Unser Fußballen zeichnen wir auf die Standfläche, unsere Zehen etwas davor. Eure Hände gehen ausgestreckt bis zum Oberschenkel. Egal, ob ihr die Hände ausstrecken wollt oder nicht, benutzt dabei den Radius des Oberschenkels. Ihr sucht anschließend die Mitten all dieser neun Längen und könnt dann beginnen, eure Hilfslinien für die Oberschenkel als Ovale, die spitz zulaufen zu euren Gelenken, zu zeichnen. Als Waden erstmal einen Kreis und dann gerade zu den Füßen verbinden. Die Arme funktionieren wie die Unterbeine, wie die Waden. Erst ein langes Oval, das spitz zuläuft, dann ein Kreis und mit geraden zur Hand verbinden. Den Hals verbindet ihr erstmal mit einem U und dann mit zwei geraden links und rechts zu den Schultern. Wir kommen zu Tipp Nummer 1. Variation der Grundfläche. Wenn du jetzt eine rechteckige Grundfläche gewählt hast, überleg dir mal, die mal sehr viel weiter oder sehr viel schmaler zu zeichnen. Hierbei geht dir genauso vor wie bei den anderen Malen. Ich wähle mir hier wieder mal ein Rechteck
das ziehe ich einfach etwas breiter. Und nun schaut mal, was mit den Hilfslinien passiert. Ihr geht genauso vor wie zuvor auch. Automatisch werden eure Hilfslinien breiter und ihr bekommt einen anderen Figurentyp. Tipp Nummer 2. Wenn du möchtest, dass deine Figur, die du eben gezeichnet hast, sehr viel jünger wirkt, vergrößere den Kopf. Nimm einfach deinen Kopf und verdoppel ihn in der Gesamtgröße. Du wirst staunen, was passiert. So, das ist meine Figur, die ich vorhin gezeichnet habe auf der linken Seite. Ich nehme jetzt einfach den Kopf, verdoppel den und an dem Punkt, an dem der Kopf vorher aufgehört hat, da habe ich nun die Mitte, also meine Augenlinie. Jetzt schaut mal, wie die Figur wirkt. Die wirkt automatisch sehr viel jünger und auch sehr viel mehr wie ein Comic-Charakter, weil wir halt unsere Emotionen, dadurch, dass wir den Kopf größer machen, verstärken. Tipp Nummer 3. Üben. Und zwar ohne Perfektionismus. Wirf jetzt erstmal den Perfektionismus über Bord. Wir haben ja gerade eigentlich nichts anderes gemacht, als Strichmännchen zu üben. Und das nun bitte auf einem Blatt. Folg einfach mal ein Beispiel und du wirst sehen, dass du dich total schnell verbesserst. Ja, nun immer Kopf, Achse, Achse, Boden. Bei den Achsen könnt ihr auch jetzt schon Achsen schräg stellen und gucken, was dann passiert, wenn ihr diese beiden Achsen miteinander verbindet. Seht mal, in der oberen Reihe habe ich eine Figur mit einer breiteren Hüfte gewählt, beziehungsweise einfach eine breitere, eckige Figur. Und in der unteren Reihe habe ich eine athletische Figur gewählt. Genau, und hier stelle ich jetzt mal die Hüfte, mal die Schulter schräg und gucke, was dann mit meinem restlichen Zeichensystem passiert. Jetzt habe ich das Ganze noch umrandet und mal das noch mit Markern aus. Und ihr werdet gleich sehen, die sehen echt süß aus. So kann man sich auch mal auf Karten vorstellen, eine kleine Illustration. Die sind ganz süß und das sind eigentlich nur Strichmännchen. Step 4. Ich gehe jetzt ins Detail. Ich zeige euch nochmal drei verschiedene Figurentypen aus zwei Grundformen, meine persönlichen Lieblingsfigurentypen. Das Rechteck und das Trapez, das unten breiter ist, also sehr weibliche Figuren. Ja, das sind sie, die drei Figuren, die wir jetzt zeichnen wollen. Zwei rechteckige und die in der Mitte ist trapezförmig mit breiteren Hüften als Schultern. Wir beginnen wie immer mit dem Kopf, nach einer halben Kopflänge die Schulter und nach etwa vier Kopflängen die Hüfte. Das Ganze doppelt genommen, dann wissen wir, wo unsere Standfläche ist. Ich möchte dieses Mal meinen Kopf leicht seitlich gedreht zeichnen, deshalb docke ich da nun gleich hier hinten dran noch ein Stück vom Hinterkopf an. Die Mitte meines Kopfes ist ja meine Augenhöhe, ich zeichne mir jetzt gleich schon mal so ein Gesichtchen da rein. Jetzt möchte ich meinen Kopf sofort verbinden, das mache ich mit so einer V-Form oder U-Form. Sag mir dann, wie breit ich meine Schultern haben möchte, verbinde das Ganze nach links und rechts und zeichne mir die beiden runden Kugelgelenke für die Schultern ein. Nun muss ich meine Hüfte einzeichnen, die möchte ich etwas breiter als meine Schultern. In der Mitte markiere ich mir schon meinen Schritt. Den zeichne ich etwas unterhalb der Hüftlinie. Jetzt verbinde ich das Ganze innerhalb meiner runden Hilfslinien, an der Achse sozusagen, runter zum Schritt. Schaut, dass ihr dabei schön in einen Bogen nach unten geht und auch hier links und rechts in einem Bogen nach oben. Für die Brust nutze ich auch gleich hier diese Form, die sich ergibt, aus. Die Beine nun runter projizieren auf die Standfläche, den Fußballen auf die Standfläche, die Mitten suchen. Die Hand ist auch jetzt wieder auf Höhe der Oberschenkel, das Ganze verbinden. Die Mitten suchen. Jetzt habe ich diesen kleinen Teilbereich vom Oberarm und ich schaue mir nur diesen kleinen Teilbereich vom Oberarm an und weiß damit, wie lang ein kleiner Teilbereich ist. Den benutze ich jetzt zweimal und habe dadurch einen angewinkelten Arm. Ihr erinnert euch daran, wie wir die Oberschenkel und auch Oberarme zeichnen. Einfach als Ovale lasst ihr etwas spitz zulaufen zu den Gelenken und die Unterarme und auch die Beine, die Waden, die zeichnen wir genauso. Ihr könnt dabei darauf achten, dass ihr auch hier in einem Bogen zeichnet. Jetzt noch ein paar kleine Details anzeichnen, auch ein bisschen Haar. Diese Spiegelung geht gleich weg.
und ich fahre das Ganze auch nochmal ein bisschen nach. Hier gibt es ein paar Punkte, die ich besonders wichtig finde. Der höchste Punkt bei dem Bein zum Beispiel ist nicht die Hüfte, sondern das Darmbein. Schaut, dass ihr da, also im ersten Drittel beim Oberschenkel, am breitesten seid mit eurem Bein. Auch an der Wade gibt es außen einen Punkt, der weit nach vorne geht. Auch unten kurz vor dem Fuß, da gibt es nochmal so ein kleines Knöchelchen. Hier zwischen der Hüfte und dem Darmbein, da könnt ihr einen kleinen Bogen nach innen eher ziehen als nach außen. Wenn ihr euren Arm nach oben bewegt, achtet darauf, dass ihr dieses Kügelchen für die Schulter auch nach oben bewegt. So, wir kommen zur zweiten Figur, zu der rechteckigen Figur. Wir beginnen auch hier wieder mit dem Kopf. Den lasse ich dieses Mal ein bisschen nach oben schauen. Ich zeichne etwa nach einer halben Kopflänge meine Schulter. Die setze ich jetzt ein klein wenig schräg an. Auch jetzt wieder 1, 2, 3, 4 Köpfe und markiere mir erstmal meinen Punkt für meine Hüfte. Auch hier setze ich meine Hüfte jetzt ein bisschen schräg entgegengesetzt zu meiner Schulter. Ich verbinde so wie bei der Figur 1. Und jetzt achtet bitte darauf, wenn ihr den Oberen und den Unterkörper verbinden wollt, achtet auf die Mittelsenkrechte des oberen Bereichs und des unteren Bereichs. Die sind nun beide schräg. Alles andere funktioniert genauso wie bei der ersten Figur. Ihr verbindet die beiden jetzt miteinander. Ihr habt jetzt eine etwas gestreckte Seite, das ist die linke Seite, und eine etwas gestauchte Seite, das ist die rechte Seite. Aber trotzdem funktioniert das Ganze einfach nur durchs Verbinden. Auch hier kann ich diese Form direkt ausnutzen für die Brust. Das gibt mir ein bisschen eine Hilfestellung. Und hier hatte ich auch gleich Lust, direkt ein bisschen die Form des Körpers einzuzeichnen. Diese Mittelsenkrechte, die jetzt ein wenig gebogen ist, finde ich auch sehr hilfreich. Den ganzen Oberkörper plus Kopf doppelt genommen und ihr habt eure Standfläche. Achtet nun bitte darauf, dass ihr das Standbein, das Bein, das höher ist, in den Bereich des Kopfes abstellt, sonst fliegt eure Figur um und hat keine Balance. Nun nehme ich genau die gleiche Länge des Standbeines und übertrage sie auch hier wieder auf die Standfläche. Da die linke Seite tiefer ist, wirkt das linke Bein jetzt länger, ist es aber nicht, es steht einfach nur etwas abseits. Für meine Arme benutze ich auch wieder nur mein Oberschenkelradius um meine Schulterkugel herum, suche mir die Mitten und kann dann mit meinen Hilfslinien beginnen, so wie bei der ersten Figur. Alles wie gehabt. Auch hier wieder erstmal eine Kugel, dann das Ganze verbinden und achtet bitte hier auf die Bögen von den beiden höchsten Punkten eurer Hilfslinie der Wade runter zu den Fußballen. Außen schön in den Bogen, auch innen ergibt sich da ein Bogen. Wenn ihr diesen Bögen folgt, werdet ihr sehen, dass eure Figur einfach einen Ticken weiblicher aussieht. Auch hier den Fußballen wieder auf die Standfläche und die Zehen weiter nach vorne. Hier ist unsere Hüfte etwas eingeknickt. Geht da mit der Schräge der Achse der Hüfte mit. Ich verbinde jetzt meine ganzen Hilfslinien noch miteinander und drücke bei manchen Stellen einfach nochmal ein bisschen fester auf, umziehe das Ganze und kümmere mich etwas ums Gesicht und um die Haare. Wenn ihr dem Ganzen ein wenig auch noch einen Schatten geben wollt, ist auch toll. Ich habe hier übrigens einen Kohlestift benutzt und keinen Bleistift. Das hat sich dann letztendlich irgendwie als schöner erwiesen. Ich habe einige mit Bleistift gezeichnet und dann einfach mal diesen Kohlestift benutzt. Und das war super. So, wir kommen zur Figur 3. Das ist auch wieder eine rechteckige Figur, aber etwas breiter. Ich habe auch hier den Kopf wieder etwas schräg nach oben schauen lassen und auch hier nehme ich die Schulterlinie wieder schräg. Ich setze mir als erstes Maß meine Schulter, mache die jetzt etwas breiter als bei der Figur eben. Das ist so eine ähnliche Figur wie jetzt eben, nur dass ich die ganze Figur deutlich breiter ansetze. Ich gehe aber ganz genau so vor wie bei der Figur eben. Nur mit breiteren Maßen und durch dieses System, wie man das jetzt hier zeichnet, Schritt für Schritt, passen sich nun die Maße des Körpers
ganz von alleine an dieses breitere Maß an. Geht einfach genau dem gleichen Schema nach. Hier habt ihr ein wenig stärker die gestauchte Seite, da könnt ihr gerne auch ein Fältchen zeichnen. Das Ganze wieder doppelt nehmen, dann habt ihr wieder eure Standfläche und die Beine funktionieren jetzt so wie bei der Figur eben. Für die Arme habe ich mir auch erst wieder einen Arm bis runter zum Oberschenkel gezeichnet, mir die Mitte gesucht und dann wusste ich, wie weit ein Teilbereich geht. Den habe ich hier einfach ein bisschen rüber versetzt und den gleichen Teilbereich für den weiteren Arm und die Unterarme benutzt. Auch hier achtet wieder auf euer Darmbein, gerne auch direkt beim Einzeichnen eurer Hilfslinien. Wollt ihr euer Spielbein abknicken, so funktioniert das wie beim abgeknickten Arm. Ein Teilbereich und dann gucken, dass ihr wieder auf eurer Standfläche landet. Die Hilfslinien funktionieren genau wie immer. Ihr könnt ein bisschen darauf achten, dass ihr das Schienbein gerade lasst und den Rest hinten rund auszeichnet. Jetzt könnt ihr euch um die ganzen Details kümmern. Haare anzeichnen und so weiter. Dann das Ganze gerne auch noch mit Feinliner umranden. Alle eure Figuren. Und dann die eine oder andere Stelle einfach nochmal ausradieren, da wo ihr Highlights wollt. Und schon seid ihr fertig mit euren super weiblichen Figuren. So, wir beide sagen tschüss. Ich hoffe wahnsinnig, es hat euch gefallen. Ihr habt ordentlich was mitgenommen. Wenn euch mein Video weitergeholfen hat, freue ich mich wirklich wahnsinnig über ein Like. Diese Rückmeldung hilft mir wirklich wahnsinnig zu verstehen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn ihr Kritik habt, gerne in den Comments. Schreibt mich auch gerne einfach persönlich an. Besonders bei negativer Kritik natürlich. Ja, wir sagen tschüss. Lilo guckt mich an. So, wir beide sagen tschüss. Hast du super gemacht.